Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Wir haben ein paar interessante Sachen vor uns. Zum einen haben wir hier eine Aufgabe abgeschlossen. Tatort an und... Achso, das haben wir ja schon alles. Wir müssen immer noch den Mord an Peter Carey untersuchen. Natürlich, John Nelliken scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Irgendwie... Es weist zwar alles auf ihn hin, aber irgendwie... Der sieht mir zu jung, zu unschuldig aus. Also... Auch ein Motiv sehe ich im Moment noch gar nicht. Dr. Watson wird Ihnen allzu gerne bei den Vorbereitungen zu einem Harpunenexperiment zur Hand gehen. Dann haben wir noch was. Charakterporträts. Nelligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solch körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut. Okay. Sonst noch irgendwas verbinden? Experiment müssen wir noch durchführen. Dann sollten wir das vielleicht zuerst tun. Dann müssen wir noch in die Wohnung gehen und in den im Archiv nach Hinweisen suchen. Na, wie reise ich denn jetzt nochmal? Genau, hier auf die Karte. Dann reisen wir doch vielleicht erstmal zu Baker Street. Schauen dort dann in den Archiven nach. Vielleicht müssen wir Watson dann auch vor Ort jetzt in der Wohnung ansprechen, damit er mitkommt zu diesem Experiment. Wir werden es sehen. Ich öffne nochmal die Herleitungen. Kann ich das hier eigentlich irgendwie verschieben? Nee. Notizbuch holen. Das haben wir ja schon. Wie gesagt, das Experiment steht als nächstes an. Notizbuch öffnen. Schauen wir mal, was uns jetzt in der Wohnung erwartet. Hoffentlich ist da jetzt schon endlich wieder aufgeräumt. Oh. In den Archiven mal nachgucken. Die für brauchen wir nicht untersuchen. Halt. Nach Dawson. Ah. Man kann auch irgendwie in die Ego-Perspektive schalten. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe auch nichts gefunden in den Optionen. Ring mit Gravur. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur. A. Dawson für meinen Freund von und Partner 1883. Blutproben. Chemie. Verdampfungstechnik. What? That is not the one I need. Verdampfungstechnik. Toxische Metalle im Haar. Ursprung von Textilfasern. Chlor. Arsen, König der Gifte. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Kopfverletzung, stumpfe Traumata. Fingerabdrücke, neue Methoden. Forensische Techniken. That is not the one I need. Kampfsportarten, Zeichen und Symbole. Herrje. Was genau suche ich denn gerade? Digitalis Gift? Nee. Abschürfung und Abrisse, Schusswunden, Schnittwunden, Kopfverletzung. Fingerabdrücke, neue Methoden. That is not the one I need. That is not the one I need. Boxen, der edle Kampfsport. Göttliche Gesellschaft, religiöse Symbole. Lieferanten der Londoner Gärten. That is not the one I need. Wenn diesen Abschnitt jetzt verlassen, wird Ihr Fortschritt nicht gespeichert, trotzdem beenden? Nein. Okay, das ist also wieder anscheinend eins von diesen Minigames. Schauen wir vielleicht doch mal hier nach. Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. Konkursgesetz 83. Ist der pleite gegangen vielleicht? That is not the one I need. Dawson und Nelligan pleite. Vielleicht sollte ich das nehmen. Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England. 23. größte Bank in England, okay. Und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord einer Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Dieser Joshua Nelligan könnte natürlich der Vater sein von unserem Verdächtigen. Dawson und Nelligan, Investmentfonds sind pleite gegangen. Müssen wir noch herausfinden, wer Dawson ist. Deswegen war wahrscheinlich
dieser Ring von diesem Dawson für den Joshua Nelligan, so als ein Freundschaftsgeschenk unter Geschäftspartnern. Und er ist abgehauen, dieser Joshua Nelligan ist auf einem Boot gegangen Richtung Norwegen. Vielleicht auf ein Walfängerboot? Here it is. Now I begin to understand that young man's story. But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Was also bedeutet, wir müssten wieder zu ihm hin und ihn dann nachfragen. Aber vorher will ich doch dieses Experiment machen. Oh, lag der Hund letztes Mal schon da? Hallo, Hundi. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Der Toby. So, Dr. Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay, gehen wir mal Schweine aufspießen. Harpunenwurf-Experiment dort unten links. Dr. Watson hat beim Whitechapel-Metzger alles für das Harpunenwurf-Experiment vorbereitet. Lediglich die Harpune fehlt. Die werden wir jetzt ja wohl nicht extra holen müssen, oder? Fahren wir da mal hin. Oh, komm schon. Muss ich jetzt tatsächlich dafür extra hinfahren und eine Harpune holen? Das gewusst hätte ich dann direkt mal eine mitgenommen beim letzten Mal. Dann fahren wir halt zum Woodlands Knee nochmal hin und holen uns dort eine Harpune. Meinetwegen. Können wir da irgendetwas Nettes herleiten? Nicht so aus. Aufgespießt an der Wand, kein Gärtner, Einbruchsversuche. Das passt alles noch nicht zusammen. Da können wir noch nichts Neues herleiten. Jetzt mal erst einmal das Experiment machen. Und dann natürlich nochmal den Nelligan befragen. Wie das mit der Firma zusammenhing. Weil ein Motiv können wir ihn immer noch nicht nachweisen und ohne Motiv ist so ein Mord immer recht schwierig. So, steht was. Ich denke, soweit haben wir alles untersucht. Jetzt gehe ich wirklich nur hier rein, um eine Harpune zu holen. Gut. Ach, die haben die Leiche weggebracht. That should do it. Now I am ready for the experiment. Na, dann wollen wir wohl. Was haben wir hier? Beweise haben wir uns noch nicht angesehen, obwohl das kennen wir ja natürlich schon alles. Nach wie vor suchen wir auch noch diese Kiste hier. Ich denke mal, um diese Kiste wird es wohl letztendlich gehen. Dass da etwas Wertvolles drin war. Wie cool er da sitzt mit der Harpune. Dumpti-dumpti-dum. Fahren wir mal durch London in eine Kutsche mit einer Harpune. So. Was ist los? Watson, alles vorbereitet? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okay. Atem anhalten. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Okay.
aufgespießt kann man das wirklich noch nicht nennen. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Tja, vielleicht funktioniert das auch gar nicht, komplett durchzupiercen. Wieder nicht. Okay, machen wir das gleich nochmal. Das will ich jetzt aber schaffen hier. Ich drücke immer zu früh. Besser? Sieht so aus, oder? Immer noch nicht. Aha. Da haben wir es doch. Wie viele Versuche haben wir jetzt gebraucht, um das hinzubekommen? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Das ist, wie ich mir gedacht habe. Also man muss sehr kräftig und trainiert sein, um das hinzubekommen. Oder einfach nur Glück haben, klar. Aber ach, das passt, das spricht wieder nicht für unseren Verdächtigen. Der ist ja eher nicht kräftig und trainiert. Schwierig. Nötige Kraft und aufgespießt an der Wand. Das dürfte ja wohl zusammenpassen, oder? Ja. Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Ja, aber zwei Personen, also dass insgesamt mit dem Mörder, mit dem Opfer drei Personen anwesend waren, glaube ich nicht. Glückswurf. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es bei einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Ja. Ehrlich gesagt, achso, jetzt muss ich mich dafür entscheiden. Ich glaube, man braucht eher große Kraft dafür. Ich kann mir nicht vorstellen... Achso, kann ich mir die Hilfe anzeigen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit einem Glückswurf hinbekommt. Möglich ist es, aber ich denke nicht. Nein, nein. Befragen wir nochmal unseren Verdächtigen. Und fahren nochmal zum Yard. Zum Scotland Yard. Und reden nochmal mit dem guten Herrn Nelligan. Indizien sprechen gegen ihn, aber teilweise auch wieder nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass so ein halbes Hemd wie der in der Lage ist, eine Harpune durch einen Menschen zu bohren. Dann noch in so einer kleinen Hütte, wo man nicht richtig ausholen kann. Ich glaube, das wird ein kräftiger Mann gewesen sein. Oder meinetwegen auch eine Frau. Eine sehr kräftige Frau. Naja, Mr. Holmes. Schauen wir mal. Hoffentlich sitzt der noch da. So, Mr. Nelligan, reden Sie. Dawson und Nelligan, genau. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway
There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. So sieht's wohl aus. Das heißt, dass wir als nächste Aufgabe die Logbücher untersuchen müssen. Das Schiffslogbuch für das Jahr 1883 könnte Licht in das Dunkel hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Nelligans Vater hat sie also aus dem Staub gemacht und hat dabei Wertpapiere mitgenommen. Das letzte, was ihm geblieben ist an Geld. Ich muss ja gar nicht zum Ausgang gehen. Kann ja auch eine Schnellreise machen. Dann reisen wir mal zum Whitman's Lee und schauen uns dann nochmal die, die Logbücher des Schiffs an. Wenn natürlich Nelligan an Bord war von Peter Carey und dabei die Wertsachen dabei hatte, wer weiß, was dort an Bord passiert ist, wenn er so etwas Wertvolles dabei hatte. Können wir irgendetwas herleiten? Nach wie vor die große Kraft. Naja, schauen wir erstmal in die Notizbücher rein und dann werden wir schon weiter sehen. Nach wie vor Nelligan unser einziger Verdächtiger. Vielleicht ist er ja auch der Mörder, man weiß es nicht. Herausfinden werden wir es in der nächsten Episode. Dann sehen wir uns zumindest wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Bye-bye.